Hi, ich mache dieses Video, weil ich es eigentlich schon vorhatte, bevor ich nach Amerika gekommen bin, also Videos zu drehen, so wie ein Videotagebuch auf die Art. Hatte bis jetzt aber leider irgendwie nicht die Zeit oder bin einfach nicht dazu gekommen. Da ich jetzt aber in letzter Zeit schon mehrere Anfragen darauf bekommen habe, über mein Au-pair-Leben zu erzählen, was ich mache und. Mache ich jetzt das Video und es werden dann auch noch weitere Folgen. Ja, ich bin schon etwas müde. Es ist 1:30 in der Früh. Ich habe Gott sei Dank morgen frei, sonst würde ich natürlich schon längst schlafen. Also, Au-pair ja generell. Ich kann es, wie ich auch schon auf meinem Blog gesagt habe, kann ich es einfach nur weiterempfehlen, weil es ist eine wahnsinnige Erfahrung. Ich bin jetzt 3 Monate da und ich habe zwar jetzt noch nicht so viel gemacht, aber einfach, was ich halt einfach schon erlebt habe, ist nichts Besonderes, auch wenn es nur kleine Sachen sind. Es ist einfach echt toll und mit meinem Englisch merke ich auch schon, dass es viel besser wird oder schon besser ist, eh schon seit 1 Monat oder so. Also ich kann mich jetzt schon ganz normal unterhalten und wenn ich irgendwas nicht weiß, dann versuche ich es in anderen Wörtern zu erklären oder mit Zeichensprache oder ja, aber sonst läuft es eigentlich ziemlich gut. Ja, die Bezahlung, weil es ist ja ein Job, du arbeitest ja hier als Au-pair und man bekommt 200, also 196, sorry, circa $200 aufgerundet in der Woche. Also das ist eigentlich schon ziemlich viel. Man arbeitet, ich meine, für mich, genau, also für mich persönlich ist es sehr viel Geld, da ich vorher sehr wenig zur Verfügung hatte im ganzen Monat. Jetzt habe ich 200 in der Woche und das ist sehr viel für mich. Die ersten 2 Monate oder erstes Monat habe ich es nicht ganz so geschafft zu sparen. Da war ich ganz neu hier und alles ist so billig und da muss man natürlich alles ausgeben und dort shoppen und dort shoppen. Sorry, irgendwas hängt in meiner Wimper und es stört mich sehr. Aber trotzdem 200 in der Woche, so finde ich schon viel. Ja, du, ja, wie gesagt, Sprache, du gewinnst eine zweite Familie dazu. Wenn man wirklich Kinder liebt und mit Kindern gerne arbeitet, ist das natürlich auch perfekt, weil du hast dann die Kinder ein Jahr lang, bist mit denen in der Woche mindestens 10 Stunden immer zusammen und so weiter. Und ja, jetzt das mal generell. Also kann ich echt weiterempfehlen. Nach der Schule nicht lange überlegen, bewerben und einfach gleich fliegen, so wie ich es gemacht habe. Ich habe die Schule abgeschlossen und weniger als 1 Monat später bin ich schon weggeflogen. Also, weil wenn man mal arbeitet, kann man es natürlich auch noch machen. Ja, man kann dann ein Jahr Pause machen oder sonst was. Aber in den meisten Fällen ist es so, wenn du deine Arbeit hast, dann bist du da drinnen und da hast du deine Routine und dann machst du das vielleicht nicht mehr. Deswegen einfach nach der Schule nicht lange überlegen und auch nicht, oh, ich habe Heimweh, bla bla bla. Es ist wirklich, ich meine, das ist ein Jahr. Ein Jahr vergeht so schnell und so schnell kann man gar nicht schauen, ist es schon wieder vorbei. Und ich denke mal, ja, wie gesagt, so eine Erfahrung, das kann aber nie jemand mehr nehmen. Und es ist auch gut für dein Jobleben später, wenn du dann perfekt Englisch kannst. Englisch ist jetzt die wichtigste, fast ja eigentlich die wichtigste Sprache im Jobleben. Also
gleich nach der Schule tschüss und weg. Ich meine, sicher ist es manchmal hart, weil überhaupt für mich, ich war noch nie länger als 2 Wochen von meiner Mutter weg. Und jetzt bin ich einfach ein Jahr tausende Kilometer entfernt. Das ist natürlich manchmal hart. Aber ich bin von Montag bis Freitag mindestens 10 Stunden am Tag beschäftigt. Aber wirklich beschäftigt mit den Kindern, dass ich da gar nicht an Heimweh denken kann. Ja, also sicher gab es jetzt schon einige oder manche Momente, wo ich wirklich gerade daheim gern wäre oder mit meiner Mama wäre oder sonst was. Oder denk, boah, jetzt ein gutes Schnitzel daheim essen oder sonst was, sicher. Aber dann erlebst du so viele tolle andere Sachen hier und dann denkst du, na, Gottes Willen, ich will gar nicht heim jetzt. Also, wie gesagt. Gut, das war jetzt etwas eine längere Erklärung von Au-pair, aber egal. So, jetzt mal zu dem direkten. Meine Tage. Wie sind meine Tage? Also, ich arbeite meistens 10 Stunden am Tag, 45 Stunden die Woche. Und also Montag, Mittwoch, Freitag geht der Kleine in den Kindergarten. Da schnappe ich mir die Kleine, ihm, fahre ihn in den Kindergarten, gebe ihm ab und fahre mit ihr wieder nach Hause. Und dann habe ich sie einfach den ganzen Tag. Und um 4 fahre ich dann wieder von zu Hause weg, hole ihn ab. Und dann habe ich meistens noch bis 5:30, 1,5 Stunden. Und bis ich daheim bin mit Verkehr, ist es dann eh schon fast 5:30. Und dann gebe ich die Kinder ab und dann habe ich frei. Dienstags und Donnerstags habe ich beide Kinder den ganzen Tag 10 Stunden. Das sind dann die Tage, ich meine, die letzten Tage, Donnerstag, Dienstag, waren eigentlich ziemlich gut, aber sonst ist es eigentlich ziemlich anstrengend, da ich einen 2-Jährigen und eine 4 Monate alte zusammen zur gleichen Zeit habe und das ist nicht ganz so einfach. Aber ich habe es bis jetzt geschafft und es ist auch zum Schaffen. Also, ich habe mir das ja vorher ausgesucht. Ja, auf jeden Fall komme ich halt einfach schon richtig rein in die Routine. Ich weiß schon viel über die Kinder. Ich weiß, was sie brauchen, wie ich sie beruhigen kann, so kleine Tricks und ja, also so sind meine Tage. Also ich treffe mich dann, also am Dienstag oder Donnerstag kommt meistens die Lisa her mit ihrer Kleinen. Da spielen die Kleinen dann zusammen. Oder wir gehen in den Zoo, ins Museum oder ins Aquarium, spazieren im Park. Ja. Gibt es viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Und genau. So, dann, wo ich wohne. Also die genaue Adresse werde ich natürlich nicht sagen, aber ich wohne in Denver, wie es die meisten vielleicht eh wissen. Und in Denver in den Highlands. Das ist ein wirklich sehr schöner Ort, sehr familienfreundlich. Die Leute sind da echt super freundlich. Wenn ich spazieren gehe und es gehen Leute vorbei, reden sie mich gleich an mit Hi, how are you? How is your day? Wer macht das in Wien? Du gehst höchstens bei jemandem vorbei und denkst, was schaut der so blöd? Sorry, aber es ist so. Da sagt niemand so Hi oder lacht dich an oder fragt, wie es dir geht. Pff, nicht in 100 Jahren macht das jemand. Und ich meine, manchmal nervt es mich, überhaupt in den Geschäften ist es echt manchmal nervig, wenn du ins Geschäft reinkommst und die stehen schon vor deiner Nase und Hallo, kann ich was für dich tun? Brauchst du Hilfe? Bla 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 und wir haben den Sale und das und das. Und dann denke ich mal, bitte, ich will einfach nur schauen. Aber ja. Wie manche vielleicht auf meinem Instagram-Profil gesehen haben, habe ich mal einen Coffeeshop auf der 32. gepostet. Diese Straße, ich liebe sie. Das sind lauter so kleine Lokale und Gewandgeschäfte und Coffeeshops.
echt süß und lauter so auf den Bäumen so Lichterketten und echt schön. Also ich liebe diese Straße. Und diese Straße ist auch das beste Eis, was ich je gegessen habe. Das Geschäft heißt Sweet Cow, wie es manche vielleicht auf Snapchat schon gesehen haben. Das ist wirklich das beste Eis, was ich je in meinem ganzen Leben gegessen habe. Also, wer nach Denver kommt, Sweet Cow. Ja, jetzt habe ich jetzt in wenig, also zweieinhalb, drei Wochen fliege ich mit der Lisa nach Los Angeles. Freue mich schon wirklich mega, weil ich da wollte ich schon immer mal hin. Wir sind 3 Nächte dort und schauen uns natürlich Walk of Fame, Santa Monica Pier, Beverly Hills an. Wollen auch einmal so für ein paar Stunden am Strand liegen. Hollywood sein natürlich. Und auf das freue ich mich schon sehr. Oh, ich weiß, ich sag die ganze Zeit arm, das ist schrecklich. Was kann ich noch so erzählen? Ja, wie ihr seht, das ist mein Zimmer, mein Kasten, das ist mein Schrank. Das finde ich echt so cool. Es schaut so richtig amerikanisch einfach aus. Es geht so auf und dann, ja, das ist mein Bett und da ist noch ein Fernseher. Und, sorry. Oh, ich bin schon echt müde. Oh Gott, es ist fast 1. Ich weiß nicht, in Wien sollte es jetzt 9, 10 sein. Ich weiß nicht. Nein, 9. 9 ist es, fast 9. Ja, ich liebe generell das Haus, ist echt süß. Es ist zwar nicht so groß. Wenn ich jetzt da von meinem Haus in das komme, ist es schon ziemlich klein. Aber das stört mich überhaupt nicht. Das gefällt mir echt gut. Und mit der Familie passt auch alles jetzt. Und wird immer alles besser. Ich komme, wie gesagt, immer mehr rein. Autofahren. Ja, also, was kann ich sagen? Ich hasse das Fahren der Amerikaner. Die können einfach nicht Auto fahren. Es ist, natürlich sprechen nicht alle Amerikaner an, aber es ist ein Horror. Es ist ein Horror. Ich habe es eh auf meinem Blog schon geschrieben. Es ist, die tragen ihre Autos um die Ecke, die fahren bei 35 km/h, fahren sie 20, wechseln die Spur ohne Blinken, urschnell. Es ist, na, tackeln dahin. Es ist schrecklich, echt schrecklich. Aber wo ich gekommen bin, habe ich echt Angst gehabt, hier zu fahren, weil ich habe erst im Februar meinen Schein bekommen. Musste den ja extra für das Au-pair machen. Und da habe ich noch nicht so mit den Vorrangregeln und so gehabt. Und ich hatte echt Angst, weil ich musste mit den Kindern fahren und bla bla. Aber da bin ich so schnell reinkommen. Es gibt ein paar, also die Regeln sind eigentlich ziemlich gleich. Es gibt nur eine verschiedene Regel. Die ich jetzt kenne, ist zum Beispiel bei Rot kann man rechts abbiegen, wenn kein Auto kommt. Sinn, weiß ich nicht. Es gibt 1000 Tafeln, fast an jeder Ecke. Es ist, naja. Und wer zuerst an der Stopptafel ist, darf fahren. Also Sinn, weiß ich auch nicht. Gut, das Video ist jetzt schon 14 Minuten lang. Ja, wie gesagt, das war jetzt einfach mal ein generelles Video, dass ich da mal drüber geredet habe. Wenn jemand speziell etwas wissen möchte über die Stadt oder noch irgendwelche speziellen Sachen, ich weiß nicht, oder generell über Europäer, wie man sich bewirbt, welche Organisation, bla bla bla. Ich verlinke mein Ask-Profil. Und dann fragt mich einfach dort die Fragen und ich werde es in meinem Video beantworten. Ja, ich hoffe, dass euch das Video jetzt
wenigstens ein bisschen interessiert hat. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bye.